Hallihallo. Also, wenn ich so mich mit anderen Leuten unterhalte und sage, schick mir mal doch mal ein Bild rüber, zum Beispiel über Skype, WhatsApp oder was es nicht noch alles so gibt, dann werde ich oft gefragt, wie mache ich das? Ja. Ich sag mal so, wenn ich jetzt ein Bild auf dem PC übertragen will, dann zeige ich euch heute das mal, wie das per Bluetooth geht. Also, ich nehme hier mein Telefon, mache einfach mal ein Foto. Einmal so ein Foto machen. Na, wo ist es? Da. Mache ich mal ein Foto. Klick. So. Das Ganze sieht dann so aus. Also das ist jetzt das Foto, was ich gemacht habe. Und das will ich jetzt an meinen Computer übertragen. So, und damit ich das auf meinen Computer übertragen kriege, muss ich hier drauf gehen und dann auf dieses Bluetooth-Zeichen. So. Und dann hier auf Datei empfangen. So, dann öffnet sich dieses Fenster. Ne, warten auf Verbindung. Und anschließend schicke ich das Foto einfach an meinen Computer. Wie das geht, zeige ich euch jetzt. Also folgendermaßen funktioniert es. Ich habe hier jetzt das Foto. Um es an meinen Computer zu schicken, gehe ich hier oben auf das Symbol mit den drei, na, mit diesen drei Punkten drauf. Hier ist wieder das Bluetooth-Symbol. So, sofern ihr Bluetooth eingeschaltet hattet vorher, kommt dann die Auswahl, mit wem. Das ist einmal mein Tablet-PC und das ist mein PC, wo ich das Computer, wo ich das Foto hinschicken möchte. So, und das war's schon. Wie ihr seht, hier der Dateiname und es wird empfangen. Das Fenster switcht dann automatisch in diesen Modus rein. Wenn das Ganze dann hochgeladen ist, dann geht das in diesen Modus über. Bei mir speichere ich das auf eine extra Festplatte. Da ist der Dateipfad. Den könnt ihr also auch sonst wo hinlegen. Und dann klicke ich hier auf unten auf Fertigstellen und schon ist das Bild bei euch auf dem Rechner. Und zack, da ist es. So, jetzt wisst ihr auch, wie das geht. Also Leute, das ist eigentlich gar nicht so schwer. Eine weitere Möglichkeit wäre vom Handy mit einem Datenkabel, sofern ihr eins habt, so mit so einem Micro-USB. Ich persönlich habe ein Samsung mit Android und ich denke mal, wie ich euch das hier jetzt mit der Bluetooth-Übertragung gezeigt habe, funktioniert das mit allen Android-Geräten, ob es jetzt ein Tablet-PC ist oder halt das Smartphone oder ein Netbook, dürfte ziemlich egal sein. Also, viel Erfolg, ich wünsche euch noch was. Tschö.